einige Zeit kam euer Brief. Und da es mir versagt ist, euch zu antworten, versuche ich, soweit es mir möglich ist, euch zu berichten, was ich seit eurem Fernsein von der Heimat ereignete. Es ist so unsagbar, was wir seither immer wieder durchmachen mussten. Und die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit euch hielt uns auch recht. Dann kamen die Tempel zerstören, Vertreibung der Juden aus der Provinz, wegnahme alle Geschäfte. Selbstverständlich das Verbot, Kino, Kaffeehaus oder Theater zu besuchen. Geschlagen, durch die Straßen gejagt, Familien ohne Rücksicht auseinandergerissen und in wenigen Stunden muss geparkt sein. Erlaubt ist nur entweder Rucksack oder Koffer. Man bekommt eine Nummer und wird nach Polen abgeschoben. Keiner weiß vom anderen, wo befindet. Diese Zeit werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Diese 4,5 Jahre voller Angst, Kummer und Sorgen. Nach euch Sehnsucht habe, so sehe ich mich um eure Zukunft sorge. So glücklich bin ich, dass ihr fort seid. Also, meine Geliebten, ich werde schließen. Es soll dies kein Abschied sein. Lasst euch noch einmal sagen, dass alle meine Gedanken bis zum letzten Atemzüge bei euch weilen. Und ich euch bitte auch mich Vater und Großmutter nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen. Lebt wohl, meine Geliebten, alles Schöne und Gute für eure Zukunft. Viele, viele innige Küsse jedem Einzelnen von euch. Eure euch sehr liebende Mama Camille.